Meine Damen und Herren, als vor gut 2 Jahren Verena Dorn und ich an Zilli Kugelmann herantraten mit dem Vorschlag, eine Ausstellung zu unserem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsprojekt Charlottengrad und Scheunenviertel zu zeigen, war es unser Hauptanliegen, unseren historischen Akteuren, den jüdischen Migranten aus dem östlichen Europa im Berlin der Weimarer Zeit, endlich einen angemessenen Platz im historischen Gedächtnis der Stadt zu verschaffen. Zugleich wollten wir an ihren Beitrag zum multikulturellen Mikrokosmos Berlin erinnern, der bereits in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts Realität war. 2009 wussten wir nur, dass dieses Thema für eine Ausstellung geeignet schien. Das Wie war aber noch völlig offen, kristallisierte sich dann in den nachfolgenden gemeinsamen Arbeitssitzungen unseres Wissenschaftlerinnen-Teams mit Zilli Kugelmann und ihren Mitarbeiterinnen heraus. Diese mitunter durchaus kontroverse, aber zugleich höchst inspirierende und kreative Zusammenarbeit von Wissenschaft und Museum zählt für mich zu den an- und aufregendsten Erfahrungen meiner bisherigen Tätigkeit. Ausgangspunkt für die Ausstellung war ein Forschungsprojekt, das interdisziplinär und international zusammengesetzt war. Es wurde von der gemeinsamen Überzeugung aller Beteiligten getragen, dass die jüdischen Migranten aus Osteuropa ein integraler Bestandteil und zugleich auch prägende Akteure des urbanen Raums im Weimarer Berlin waren. Die deutsche Hauptstadt wurde bereits nach der ersten großen Pogromwelle im Russischen Reich in den 1880er Jahren zu einem Fluchtpunkt und Zufluchtsort für Juden und Jüdinnen aus dem östlichen Europa, und die eskalierende Gewalt des Ersten Weltkriegs, der Umwälzungen im Zuge der Russischen Revolution und des Bürgerkriegs, die ganz besonders die Juden traf, führten zu neuen Flüchtlingsströmen, und Berlin wurde für rund ein Jahrzehnt zu einem Zentrum der jüdischen Diaspora, zum Experimentierfeld für migrantische Lebenskonzepte, und deren Vielfalt versuchten wir in unserem Forschungsprojekt auszuloten. Zielsetzung war es dabei im Forschungsprojekt, wie aber auch in der gemeinsam konzipierten Ausstellung, das negative Stereotyp vom Ostjuden in Berlin zu dekonstruieren und die Heterogenität der jüdischen Exilanten ins Zentrum zu setzen. Zugleich ging und geht es dabei immer auch um Verbindungen, um Verflechtungen mit dem deutsch-jüdischen Berlin, dem russischen Berlin und nicht zuletzt auch mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft in einem Spannungsfeld von Integration und Ausschluss. Themenfelder unseres Forschungsprojektes, das sich in 6 Teilprojekte teilte, sind die Lebenswelten der jiddischsprachigen Migranten im urbanen Mikrokosmos Berlin, die sogenannte Berliner Debatte um die Bedeutung der russischen Revolution und die Rolle der russischen Juden, die Berliner hebräische Bewegung und ihr Nationskonzept, die im Berliner Exil entstandenen Texte russisch-jüdischer Schriftsteller und ihre Selbstverortungen in der neuen Umwelt, der Verband der russischen Juden und der Verband der russischen Juristen und ihr Beitrag zur Integration und Gemeinschaftsbildung, und schließlich paradigmatische Biografien russisch akkulturierter Juden als Mittler zwischen russischer, jüdischer und deutscher Kultur.
In diesen Teilprojekten wurden unterschiedliche Fragen gestellt, verschiedene Sprachgemeinschaften und Kulturkreise, verschiedene soziale Gruppen und verschiedene politische Orientierungen untersucht. Gleichwohl waren die osteuropäisch-jüdischen Migranten in Berlin durch mehrere Merkmale miteinander verbunden. Ihre Herkunft, ihre Mehrsprachigkeit, das gemeinsame kulturelle Gedächtnis, traumatische Erfahrungen von Gewalt und Willkür durch Kriege, Revolution und Pogrome, der Verlust der Heimat, der Status des Fremden und nicht zuletzt auch die Sorge um die Zukunft. Die genannten Themenfelder, die sich alle auch auf verschiedene Weise in der Ausstellung wiederfinden, wurden von einer Forschergruppe untersucht, an der Kollegin der Universität Göttingen, der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Europa-Universität Viadrina, der High School of Economics Moskau, sowie zahlreiche Gastwissenschaftler und Gastwissenschaftlerinnen aus Israel, den USA, Russland und Ungarn beteiligt. Ich kann sie jetzt hier alle nicht weiter nennen, aber es gibt eine Homepage zu unserem Projekt, googeln Sie Charlottengrad und Scheunenviertel, dann finden Sie auch genauere Details zum Forschungsprojekt. Die Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum begann im Oktober 2010, als hier im Haus eine Konferenz zu unserem Forschungsprojekt stattfand, bei der erste Ergebnisse präsentiert und anschließend auch in einem Sammelband veröffentlicht wurden. Pünktlich zur Ausstellungseröffnung erschienen nun im Waldstein Verlag neben dem eben schon erwähnten Katalog zwei weitere Bände unserer Reihe Charlottengrad und Scheunenviertel, die Dissertation meiner Mitarbeiterin Anne-Christine Sass, Berliner Luftmenschen, osteuropäisch-jüdische Migranten in der Weimarer Republik, und der von meiner Mitarbeiterin Alina Bothe aus dem Jiddischen ins Deutsche übersetzte Roman Grenadierstraße von Fischl Schneerson, der 1935 in Warschau veröffentlicht wurde und in höchst eindrucksvoller Weise die Wechselbeziehungen und Verflechtungen deutsch-jüdischer und misrech-jiddischer, also ostjüdischer Identitätskonzepte widerspiegelt. Der Roman und sein Autor sind aus meiner Sicht eine Wiederentdeckung, die auch für ein größeres Publikum höchst spannend sein kann. Meine Damen und Herren, als historisch Forschende beamen wir uns gleichsam mental zurück in vergangene Lebenswelten. Ihre Visualisierung und Inszenierung in dieser Ausstellung holt die historischen Akteure in unsere Zeit, ist somit eine Vergegenwärtigung des Vergangenen. Indem man sich die verschiedenen Strategien des Umgangs mit der Migrationserfahrung, des Heimatverlustes, des sich Zurechtfindens in der Fremde buchstäblich vor Augen hält, kann zugleich auch der Blick auf wichtige Gegenwartsfragen an Tiefenschärfe gewinnen.